Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier aus TGM Studio. Mein Name ist Meister Schröder und wir spielen jetzt die Scharnhorst. Genau, ich muss doch mal ganz kurz nachlesen. Und ja, mal gucken, wie das mit der Scharnhorst läuft. Also eben gerade mit der Gneisenau bin ich hier in einem einigermaßen schönen Gefecht gewesen, aber habe mich vielleicht nicht ganz optimal angestellt. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass ich demnächst wieder mal weit oder so mal aufnehme. Aber die ganzen Urlauber sind ja alle weg. Alle sind weg, mit denen man hier mal gerne mal aufnehmen könnte und wollte. Aber naja. Schade. Gut. Noch Mimi. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was abliefern. So, gucken wir doch mal. Fahren wir nach, was es im Plan gibt. So, wenn A und B der Plan ist, dann DK, SBDK, wo steht der denn? Weiß man nicht, aber wenn, dann sollten da vielleicht ein paar okay. Wie A und B sieht das aber nicht aus, was die da machen, ne? Also ich meine, habe ich mich da verlesen? Wer sein, aber ich bin mir nicht. Wenn ich jetzt so gucke. Da kommen wir nicht ran. Die Scharnhorst kommt irgendwo ran. Macht sich wo? Geht die wirklich auf die York? Ja, dann hat sie den Flieger drauf gehabt. Aber wo ist hier BTK? Hätte er geschrieben A und B oder nicht? Bin ich sicher, aber. Ich sehe den nicht mehr. Machst du nix, ist halt so, ne? Die Köln, deine Freundin aus Köln hat das immer gesagt. Machst du nix, ist halt so. Ein paar Jahre her, wo ich die. Legst ja. Natürlich wieder rein, ne? Verkürzt du wieder die Strecke? Alles klar. Macht ja nichts. Müssen wir uns bloß dran gewöhnen, dass du da hinten einen Eiertanz vollführst mit deiner Grafspee. Wird das schlimm, kriegen wir hin. So, aber. Was konzentriere ich mich jetzt denn nur hier? Jetzt hier gibt es auf jeden Fall schon mal den großen Flash dort hinten. Was schon in die Fette. Da könnten wir jetzt mal drauf sein. So, und dann gucken wir mal, was die Leander da macht. Aber die wird sich wahrscheinlich dann einnebeln, bevor ich dran komme. Und die Fette wieder vorwärts. Solche Leute liebe ich ja, ne? Bleib doch mal bei einer Fahrtrichtung. Kommt euch viel besser, wenn ihr bei einer Fahrtrichtung bleibt, dann kann ich nämlich schön noch euch Ski essen. Aber oh, Mann. Kommt auch nicht an. Doch. Ah, 2.500 ist jetzt nicht so sonderlich viel, aber. Ah, wie würde mein Freund aus der Biene sagen? Besser als ein Stein am Schädel. Der fährt ziemlich langsam. Mal. So, und jetzt kommt hier irgendwo gleich der Dings vor. Machen wir mal drauf.
Oh ja, viel Schaden gab es nicht, aber immerhin. Hier musst du irgendwo der Leander rumcruisen. Da ist er. Jetzt ist er da hinter der Insel lang. Interessant. Interessant, interessant. So, was macht da hinten? Die Colorado, die fährt, keine Ahnung, langsam vorwärts. Gucken wir mal, was wir da dran machen können, ob wir da Schaden reinkriegen oder nicht. Wäre der Leander wieder offen gewesen. Oder die Atlanta haben sie schon gut weggekriegt. Guck, da oben dreimal drauf. Mal gucken. Das Spiel hat jetzt entdeckt, dass ich hier bin. Da müssen wir mal was gegen tun. Nehmen wir mal der York einen mit da hoffentlich. Ah, der Kongo kommt da auch noch mit. Ja, York hat schon mal Schaden gekriegt. Bin zwar ziemlich mittig unterwegs hier, aber gar nicht mal so unsichtbar. Ja, gerade so drauf vorbeigekommen den Berg. So, und dann gucken wir mal, was die Graf später macht. Oh, sogar dran, aber abgeprallt. Ach, die Graf später für eine Fahrerei. Wo will sie denn hin, die Graf später? Da müssen wir doch mal was gegen tun. Der gesunde genannte Westentaschenkreuzer, Schlachtschiff. So war das. Schiffe sind ja alle unter Wasser. Okay. Nicht erwartet, muss ich sagen. Gibt's Power? Gibt's hier gleich Bitterböse? Power von New York. Oh. Rum mit dem Arsch nach Frankreich zu. Los, komm. Der Torpedo ist dabei, ne? Aber auch. Mal hoffen, dass sie nicht weiß, dass ich weiß, dass wir wissen, was sie weiß. Ah, sie verkürzt die Kampflinie. Aber wir müssen hier uns jetzt mal ein bisschen schmal machen. Ein bisschen schnell machen. Oh, da kommt Torpedos. Von New York. Wer hätte das gedacht? Sehr schön. Kann mir eigentlich nur noch passieren, dass die York schon abgedrückt hat und ich dann trotzdem reinfahre. Was ich mal nicht hoffen möchte. Ah ja, okay, wir umkreisen die. Umkreisen wir sie. Mal schneller. Los, los, los. Jo, gut, passt. Na, jetzt haben wir ein bisschen von hinten gekriegt. Aber nicht mehr so schlimm. Voilà. Er hat schon mehr weh. Ja, der Graf Spee, die jagt mich jetzt ein bisschen. Naja, gut, ganz ruhig. Torpedos sind wieder drin im Rohr. Ja, ist jetzt nicht die cleverste Idee, aber immerhin etwas. So, warte mal. Du bist wieder da lang. Okay, kannst du gerne haben. Ganz ruhig die Strecke verkürzen, das macht mir jetzt nichts mehr. Kann passieren, dass du jetzt einen davon nimmst. Wunderbar. Guck mal, was ich von der Seite noch habe hier für dich. Ich würde sagen, du gehst jetzt baden. Und tschüss. So. So, den haben wir versenkt. Also Scharnhaus macht schon Spaß hier, ne? Graues Spiel will sich ja natürlich jetzt hinter den Inseln ein bisschen verstecken. Ah, oh, kann sie erst mal machen. Also wir haben ja gut aufgeräumt. Oh, das ist andauernd. Teamschaden. Jetzt mal da mal hin.
Nicht getroffen. Schade. Ich muss hier mal noch mal einmal kurz resetten hier. Sehr schön. Feind säuberlich resettet. Feind säuberlich resettet. Als hätte er dann hinter der nächsten Insel lang. Können wir auch nicht retten. So, er captured schön A. Das ist nett von ihm. Ah ja, da war es das schon. Alles klar, das war doch mal ein Sieg, wo wir auch ein bisschen Anteil dran hatten. Ein bisschen mehr Anteil als im vorigen Gefecht, das hat mir sehr gut gefallen. Was waren jetzt hier auch? Ach, fast. Ja, 93.000 Schaden ist okay. 86.000 Kohle, gut, ist ein Premium-Schiff. 4.500 EP, ist das sehr gut. Ja, da haben wir gut was dran getan. Und die beiden hier, die so schön gequatscht haben am Anfang, die haben auch gut gekämpft, muss man sagen. Also die haben richtig was gerissen, ne? Nicht schlecht. Gut, ausführlicher Bericht. Sieht so aus, dass wir doch ganz schön doch viel Schaden an der Kongo gemacht haben und hier und da und dort ein bisschen, immer ein bisschen was gemacht haben. Aber okay. Und die EPs und die Kohle lässt sich natürlich auch sehen. In diesem Sinne, das war eine Runde World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.